Ich begrüße euch zu einem weiteren Part von Let's Play Resident Evil 2 Remake. Im letzten Part sind wir stehen geblieben, haben diesen coolen Schalldämpfer, den wir hier an unseren coolen, oh, bin ich doof, ausrüsten, den wir hier an unseren coolen, an unserer coolen MG oder MQ11 angebracht haben. Diesen coolen Schalldämpfer, den haben wir bekommen in dieser Kiste, den wir öffnen konnten, nachdem wir den USB-Stick in Form einer Dienstmarke in dieser Kiste dran gemacht haben. Dafür haben wir das bekommen. Mit Leon haben wir das nicht bekommen. Mit Leon wäre, glaube ich, eine andere Waffe da drin. Ich bin mir nicht sicher, was bei Leon da drin wäre. Wäre bei Leon da ein Granatwerfer drin? Ich hab irgendwo gelesen, dass für Leon in dieser Kiste ein Granatwerfer drin war. Ich bin mir aber nicht sicher. Kann auch sein, dass dass da welche Bullshit gelabert haben. Kann aber auch sein, dass es doch stimmt und ich einfach nur keine Ahnung habe. So, ist aber auch egal. Wir haben jetzt auf jeden Fall was Cooles für Claire. Ist so ein bisschen Platzverschwendung, ne? Wo ich immer was dagegen hab, ne? Aber hey. Das ist, denke ich mal, kein Weltuntergang. Ich höre Mr. X. Irgendwo. Ich hoffe nicht, dass er hier ist, wo wir jetzt lang gehen. Nein, hier scheint er nicht zu sein. Das ist sehr schön. Da können wir jetzt diesen Hebel endlich verwenden. Sehr schön. Und wir können schieben. Wir können uns wieder eine Brücke bauen. Ja, wir können uns wieder eine Brücke bauen, Leute. Das finde ich sehr schön. Das mag ich doch sehr. Komm, Claire, schieb. Bevor Mr. X wieder hier auftaucht und uns wieder auf den Sack geht. Achso, das müssen wir nicht schieben, oder was? Ich schieb's trotzdem. Ich schieb's trotzdem. Einfach, weil es dann schöner aussieht. Ich hoffe, das sieht schön aus. Ich höre ihn. Ich höre ihn. Die Frage ist, wo ist er? Oh, da ist er ja. Da ist er ja. Du kannst auch weggehen. Du kannst auch weggehen. Oh, wo geht der hin? Muss er jetzt hier sein? Musst du jetzt hier sein? Muss man dich verstehen? Vor allem, wo gehst du hin? Achso, der geht hier hin. Das ist ja gar nicht mal so verkehrt. Das ist schön. Ja, das finde ich angenehm. So, wir können dann nach oben und endlich da durch. Obwohl, die Brücke ist ja noch heile. Aber natürlich bricht sie auch zusammen. Wenn wir jetzt einmal versuchen. Ich dachte schon, der kommt jetzt auch wegen dieses komische Geräusch, weil wir einmal hingefallen sind. Nach unten. Tief nach unten in den Abgrund. So, ich bin mal gespannt, ob der die Schüsse hört. Wenn wir schießen halt, ne? Weil hier werden garantiert wieder Zombies sein. Ja, natürlich, ich sehe sie schon von Weitem. Hi! Oh, aber die Granate hört er auf jeden Fall. Scheiße. Ein grünes Kraut ist auch schön. Oh, der Kopf ist aber weg. Der Kopf ist weg. Voll weggeballert. Scheiß auf Schalldämpfer, der hört das eh. Bist du tot? Bams! Er ist nicht tot. Bams! Bams!
Aber jetzt ist er tot. Der wird es auf jeden Fall hören. Schauen wir uns eben schnell hier um, was hier nochmal war. Ich glaube, hier war... Was war hier? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mehr, was hier war, deswegen gucke ich ja mal. Ach ja, stimmt. Hier kommen wir wieder hier hin. Genau, hier haben wir auch schon alles durchforstet. Also können wir wieder zurück. Da können wir wieder zurück. Oh, scheiße. Scheiße. Komm, ich bin schneller. Ich werde es zur Tür schaffen. Obwohl, nein, werde ich nicht. Werde ich nicht. Oder? 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 Nein, 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 nein. Boah. Ha! Ha! Gelitten. Gelitten, Junge. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Wo ist der hin? Ach, da. Bams. Sorry, das musste einmal sein. Das musste sein. Ach, wie schön, dass er hier nicht rein kann. Das finde ich sehr schön. Das finde ich... Also ich finde es gut, dass der nicht überall rein kann. Ne? Ich frage mich, wie es beim Resident Evil 3 schon ist. Weil Nemesis soll ja irgendwie wirklich hartnäckiger sein als Mr. X. Also ich meine, klar, sowieso, Nemesis ist sowieso eine Nummer krasser drauf als Mr. X. Nemesis ist zwar tausendmal hässlicher als Mr. X, aber dafür ist das eine noch viel bessere Version als Mr. X. Und Ren kann er halt dazu auch noch, ne? Und ich habe gehört, dass der halt noch viel penetranter sein soll als Mr. X und dass der irgendwie wirklich so gut wie überall einfach zufällig auftauchen kann. Einfach ganz zufällig. Hauptsache nicht in Speicherräumen. Das wäre ziemlich bitter. Reparaturplan. Ort Polizeistation, westlicher Uhrenturm. Aufgrund des hohen kulturellen Werts der Glocke werde ich einen Spezialisten für die Reparatur anfordern. Weitere Informationen folgen, wenn er da ist. Bis dahin werde ich Maßnahmen zur Sicherung der Glocke betreiben, da das Joch zu brechen droht. Ja. Alles klar. Genau. Das wollen wir verwenden. Genau das gleiche Spielchen wie mit Leon. Das ist doch schön. Ist hier irgendwas Schönes? Nein. Hier ist nix. Hier ist nix Relevantes, nix Interessantes. Karte, 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 Karte. Ja, das können wir gleich wieder mitnehmen, aber erst will ich mich umgucken nochmal. Ach ja. Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Diese Geräusche. Keine Ahnung. Irgendwas hat gerade voll die komischen Geräusche gemacht. Ich dachte, das wären gerade die Schritte von Mr. X. Das wäre ziemlich gemein, wenn er hier jetzt auf einmal doch hier auftauchen würde. Das wäre ziemlich gemein. Schießpulver. Groß. Finde ich ja sehr schön. Ach ja, die Schießfigur haben wir leider auch nicht. Die ist auch schon längst weg. Also haben wir hier soweit alles. Hier ist alles blau. Sehr schön. Sehr schön. Ich werde aber, glaube ich, nicht jeden Raum abklappern und damit die ganzen Karten hier blau sind. Also so extrem ist das bei mir dann doch nicht. Also der Reiz. Nee, nee. Nee, nee. Und hier ist die letzte Kiste, die wir brauchen. Ich frage mich, ob das, ob Claire auch das Pech hat und den Glockenturm auch kaputt bekommt. Oder ob sie Glück hat und nur Leon das Pech hat und der Glockenturm bleibt heile bei ihr. Das wäre irgendwie witzig. Ich meine, ich kann es mir vorstellen, dass es bei Claire heile bleibt. Ich könnte mir irgendwie vorstellen. Immerhin ist die Leiter heile geblieben, wo sie draußen bei den Helikopter die Leiter runtergeklettert ist. Bei Leon ist die kaputt gegangen. Leon hat halt ein Talent, irgendwie Sachen kaputt zu bekommen, selbst wenn es nicht mal seine Absicht ist. Das ist halt Leon S. Kennedy. So kennen wir ihn.
Das war ja auch. Das ist in Resident Evil 6 ja auch nicht anders. Da kriegt der Flugzeug auch kaputt. Auch wenn es nicht seine Absicht ist. Hat denn Resident Evil 4 eigentlich auch was kaputt bekommen? Ich bin mir nicht sicher. Ich könnte mir das zwar vorstellen, aber ich bin mir halt nicht sicher. So, und das Zahnrad können wir jetzt hier einsetzen. Und jetzt bin ich mal gespannt. Geklappt. Hat geklappt. Ja, Claire, es hat geklappt. Okay, bei Claire ist es auch kaputt gegangen, der Glockenturm. Also das Schicksal dieser Glocke ist einfach unvermeidlich gewesen. Es musste kaputt gehen. Das war sein Schicksal. Egal ob mit Claire, egal ob mit Claire oder mit Leon. So. Somit haben wir das letzte Teil, was wir brauchen. Dann haben wir schon alles. Leute, die Schrankteile, Elektroteile erhalten. Ja, wir haben alles. Wir haben alles. Elektronikteil. Ein kleines Elektronikteil. Sehr schön. Wir haben beide Elektronikteile. Die Garagenschlüsselkarte bekommen. Die können wir jetzt bekommen, Leute. Die können wir jetzt bekommen. Geil. Hammer. Das ist doch geil gelaufen. Das ist doch mal geil gelaufen. Ja, gehen wir direkt am besten hier rum. Dann kommen, da kommen wir direkt zu Irons Büro. Mann, musst du hier. Junge. Es ist doch gut jetzt mal. Es ist doch gut. Ich habe keine Lust, immer mit dir zu streiten. Bist du jetzt mal fertig? Sorry. Sorry, Mr. X, aber das muss sein. Du gehst mir vorher auf den Keks gerade. Aber Angst habe ich trotzdem vor dir. Also ich... Es gibt ja welche, die finden das Remake scheiße wegen Mr. X. Weil er einfach wirklich permanent hier ist. Aber... Dann haben sie es nicht gründlich genug. Dann haben sie das Spiel vielleicht nicht gründlich genug gespielt. Der kommt nicht in jeden Raum. In Speicherräumen kommt er nicht. Oder auch in den Raum der Stars-Gruppe. Da kommt er nicht rein, Leute. Und hier wird er 100 Pro auch nicht reinkommen. Hier in diesen Stars. In das Büro von Chief Irons, weil das hier auch ein Speicherraum ist. Und deswegen. Und ich meine, ich kann es irgendwo verstehen. Manche mögen das einfach nicht, wenn man ständig verfolgt wird und man gegen den nichts machen kann. Obwohl man kann ja was gegen den machen. Man kann ihn ja lähmen. Man kann ihn zwar nicht töten, aber man kann ihn lähmen. Also, dass er halt für eine kurze Zeit außer Gefecht gesetzt ist, ne? Und dann kann man halt schnell einfach das Weite suchen. Das ist eigentlich kein Problem. Also, finde ich halt nicht. Aber es gibt welche anscheinend, die mögen das halt nicht so. Wenn man die ganze Zeit so verfolgt wird. Vom Mr. X. Der Typ ist halt. Der Typ ist halt, ne? Das ist ein Tyrant. Das ist eine bioorganische Waffe. Mit dem wird man nicht so leicht fertig. Selbst mit einem Granatwerfer. Juckt den nicht. Das juckt den einen Scheiß. Das könnt ihr mir glauben. So, das tun wir jetzt erstmal weg. Ja. Ja. Geil. Das ist doch cool so. Dann haben wir erstmal eigentlich alles. Ja. Doch, wir haben erstmal alles. Obwohl, kann ich noch mehr Pistolmunition herstellen damit? Ich bin mir halt nicht sicher. Schießpulver groß und Schießpulver. Was ergibt das? Was kann man damit erstellen? Eine große Menge Schießpulver erstellt, verglichen mit normalen Schießpulver, die doppelte Munitionmenge. Ah, okay, da können wir die doppelte Portion Pistolmunition herstellen. Das ist doch Hammer. Sehr schön, dann haben wir auf jeden Fall reichlich Pistolmunition. Das ist sehr schön.
Soll ich speichern? Ja, ich möchte speichern. Ich möchte unbedingt speichern. Doch, warum nicht? Jetzt haben wir das schon soweit. Warum nicht? Hammer. Leute, ich freue mich so. Ich bin schon mega gespannt, wie es weitergeht. Ich bin sowas von gespannt. Und was ich sagen wollte, im Original war Mr. X genauso penetrant. Obwohl, nein, im Original war das gescriptet richtig. Also da ist er wirklich nur an bestimmten Orten reingegangen. Und du hattest halt die Wahl, ob du ihn lahmlegst. Damit, ich glaube, wenn man ihn lahmgelegt hat, hat man immer, glaube ich, wie bei Nemesis, hat man dafür auch irgendwie eine Belohnung bekommen, wenn man ihn einmal außer Gefecht gesetzt hat. So eine, irgendwelche Dinger für irgendeine Waffe oder so. Wie bei Nemesis. Ich weiß es nicht. Im Original war es bei Resident Evil 3 zumindest so, wenn man Nemesis platt gemacht hat, dann hat man immer zur Belohnung was von ihm bekommen. Ob das bei Mr. X so war, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, da war das gescriptet. Da ist er nur an bestimmten Stellen aufgetaucht. Was? Oh, man hört nur diese Schritte von dem. Jedenfalls, was wollte ich sagen? Ja, du hattest auf jeden Fall die Wahl, ob du den entweder platt machst oder ob du versuchst von ihnen einfach zu flüchten. Und wenn du dann aus dem Raum gegangen bist und dann wieder in den Raum zurückgegangen bist, wo der eigentlich gerade war, dann ist er auf einmal nicht mehr da. Dann ist er einfach nicht da. So war das im Original zumindest so. Und ja, im Remake ist es halt anders, ne? Ein Remake verfolgt ja einen ständig. Da ist er einfach dann da, ne? Und ich find's einfach cool gemacht so. Ich find's cool gemacht. Ah, wieder so ein Rätsel. Dass wir wieder wir müssen wieder die Dinger hier miteinander verbinden. Was auf jeden Fall echt cool gemacht ist. Lasst mich überlegen. Nee, so geht das nicht. Aha. Das ist aber schwer. Das ist jetzt irgendwie kompliziert. Finde ich jetzt irgendwie sehr kompliziert. Irgendwie. Und ich habe keine Ahnung, wie das richtig ist. Ja, muss man ein bisschen rumrätseln, würde ich mal sagen, ne? Ich habe aber keine Ahnung, wie man das machen soll. Ich habe keine Ahnung. Leute, was passiert hier? Was passiert hier? Irgendwie passt das noch nicht. Irgendwie passt das noch nicht. Hä? Wie macht man das denn? Also ich bin jetzt gerade echt verwirrt. Ich bin gerade wirklich sehr verwirrt. Leute, könnt ihr mir irgendwie helfen? Ich weiß, wird schwer.
Wird schwer, mir jetzt so irgendwie zu helfen, ne? Das wird schwer. Also ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Ahnung. Seltsam. Oh, das war's schon. Okay, wir haben es geschafft, Leute. Wir haben es geschafft. Sehr schön. Sehr schön. Das war aber jetzt irgendwie... Das war schwerer als das bei Leon. Fand ich jetzt zumindest. Oder ich habe mich einfach nur blöd angestellt. So. Hallo? Schön, dich wiederzusehen, Claire. Wir haben noch eine Rechnung offen. Wo ist das? In der Nachbarschaft. Du findest es schon. Ist Cheryl okay? Vorerst. Ich schwöre, sie müssen, wenn sie ihr wehtun. Dumme Göre. Hättest du das blöde Ding nicht fallen lassen, könntest du gehen. Keine Sorge, Sherry. Das ist alles bald vorbei. Irgendwo muss es hier rausgehen. Chief Irons in Combo. Was? Was? Wir spielen mit Sherry? Oh mein Gott. Was? Ich meine, im Original hat man auch einmal mit Sherry gespielt. Aber krass. Puppe. Die Puppe sieht verdammt creepy aus. Junge. Eine schmutzige Puppe. Ja, sieht ziemlich... Das sieht gruselig aus, eher. Was ist das? Block. Ein verwitterter alter Steinblock. Okay. Untersuchen. Kann man damit irgendwas machen? Ist einfach nur ein Steinblock. Okay. Ja, wir spielen mit Sherry. Ja, sie... Sherry war damals im Original. War das... im Original war es damals der Grund, weshalb das Spiel in Deutschland verboten worden ist. Weil, ja... Weil ein Kind halt in den Spielen, in dieser Zombie-Apokalypse da drin vorkommt. Und das wollten sie halt alle damals nicht so gerne haben, ne? Benutzen. Das kann man benutzen dafür, okay. Ist das so eine Art Puzzle oder was? Was? Das sieht irgendwie... Das ist cool. Das ist irgendwie cool. Man muss anscheinend irgendwie rumpuzzeln. Nee, falsch. Okay. Was muss man hier tun? Fast richtig. Fast. Aber nur fast. Da muss man irgendwie ein bisschen rumpuzzeln. Das ist...
jetzt schwer zu lösen. Ich habe gerade keine Ahnung. Hier kann man auf jeden Fall nichts machen. Man kann hier auch nicht raus, ne? Nee. Hier kann man nicht raus. Was ist das? Man braucht irgendwas dafür, um das hier zu öffnen, oder was? Okay. Ey, wie cool aber das gemacht ist, Leute. Okay, wir müssen weiter puzzeln. Wir müssen irgendwie weiter das Rätsel lösen, irgendwie. Ich habe zwar keine Ahnung. Ich habe zwar keine Ahnung, wie man das Rätsel lösen soll. Aber wir finden schon einen Weg. Irgendwie, denke ich mal. Hoffe ich mal. Wir finden bestimmt irgendwie eine Lösung. Das ist seltsam. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ich habe sowas von keine Ahnung. Das scheint ja so richtig zu sein, aber... Kann man das nicht anders drehen irgendwie noch? Nee, kann man nicht. Kann man nicht drehen. Kann man nicht anders drehen. Das ist aber ein sehr komisches Rätsel. Das ist ein sehr merkwürdiges Rätsel. Das ist so auch nicht richtig. Ah, wartet mal. Ah, wartet mal. Ich glaube, ich habe den Dreh so langsam raus. Ich glaube. Bin mir aber nicht sicher. Ich glaube, bin mir aber nicht sicher. Irgendwas ist dann noch falsch. Nee, auch falsch. Das ist seltsam. Ich check das Rätsel nicht so wirklich. Leute, checkt ihr das Rätsel? Ich check's nicht. Ich checke es nicht. Ich checke es nicht. Das ist so blöd, dass ich es nicht checke. Vielleicht habe ich das ja jetzt. Geschafft! Eine Schere! Schere erhalten. Eine Kinderschere. Okay. Ach, damit können wir das dann aufschneiden. Oh mein Gott, Leute, ich habe Angst. Wie wird das hier enden? Wie wird es weitergehen? Ein sauberer Schnitt. Was ist das hier? Das ist eine verdammt gute Frage. Hier hat der Claire überwacht. Oh mein Gott, was ist das hier, Mann? Was ein kranker Typ. Karte. Karte ist hier. Okay, sehr schön. Ich habe Angst. Ich hab ja irgendwie Angst.
Was soll man hier tun? Was, um wo... Hä, wo ist... Wo sind wir hier? Was soll das sein? Im Waisenhaus oder was? Das ist verdammt creepy. Ach, hier kommt man nach... Achso, das ist sowas wie eine Treppe. Da kann man durchs Fenster. Aber ja, warte, dann lass mich erstmal runter. Da möchte ich doch erstmal gucken. Sallys Tagebuch. 4. Januar. Ich liebe Mittwoche. Da bekommen wir nämlich Knabberkram und Eis. Mein letztes Waisenhaus war furchtbar. Die Lehrer waren alle fies. Immer nur lernen, lernen, lernen. Und niemals Eis. Hier ist es einfach furchtbar toll. 10. Januar. Heute haben wir richtige Regeln bekommen. Alle müssen Tagebuch schreiben, sich untersuchen lassen und wir dürfen nicht mehr allein raus. Es ist aber gut, dass wir nicht zur Schule müssen. Ich will nicht wegen meiner alten Klamotten gehänselt werden. Besonders nicht von denen, der sie früher getragen hat. 16. Januar. Heute kommt der Waisenhausdirektor. Deshalb werde ich mein blau kariertes Lieblingsoutfit anziehen. Der Direktor ist sehr groß. Er hat einen Schnurrbart und er ist Polizist. Oh Scheiße. Der Direktor des Waisenhauses ist der Polizeichef. Chief Irons. Boah, was? Leute, bevor wir hier weitermachen, beende ich aber erstmal den Part. Leute, ich bedanke mich bei euch herzlich fürs Zuschauen und hoffe, der Part hat euch gefallen. Im nächsten Part geht es weiter mit Let's Play Resident Evil 2 Remake. Bis dann. Ciao.